Hätten Sie Interesse an Teilen? An Teilen? An Teilen, an so MDMA? Ich habe hier was da. Aus journalistischen Gründen wäre das jetzt erlaubt, das zu nehmen. Okay. Kein Interesse? Kein Interesse? Wir suchen jemanden, der das heute nimmt vor der Kamera. Interesse an anderen Drogen? Na? Und an Alkohol? Ja. An Alkohol schon. Ist das Ihre Lieblingsdroge? Nein. Ja. Sondern ist schon ja. Das ist für mich keine Droge, ja. Warum nicht? Weil es keine Droge ist. Aber es tut ja genau, es berauscht. Inwiefern erfüllt es nicht die Definition von Drogen? Ist es, weil es Lebensmittel ist, oder? Genau. Ich habe dieses Jahr wieder geilen Stuff auf dem Oktoberfest gefilmt. Ein Fest, das sich großartig eignet, um die Doppelmoral der Menschen aufzuzeigen, was das Thema Drogen angeht. Es gibt Leute, die vorgeben, Anti-Drogen zu sein. Ich bin gegen die Freigabe von Drogen, liebe Freunde. Bin dagegen. Sich aber dann auf dem Oktoberfest mit einer der gefährlichsten Drogen der Welt zusaufen. Um die Doppelmoral in diesem Video zu prüfen, wollte ich schauen, was passiert, wenn man den Oktoberfestbesuchern eine andere Droge wie Alkohol anbietet. Ich habe eine Challenge draus gemacht. Meine gute Freundin Vi und ich hatten so Fake-Drogen dabei und wollten sehen, wer den Leuten mehr davon andrehen kann. Ihr seht so aus, als hättet ihr Bock auf Teile. Habt ihr Bock auf Teile? Ah, alles gut, Digga. Auf was? Auf Teile? So Ecstasy-Pillen? Ich hätte hier was am Start und aus journalistischen Gründen wäre es jetzt egal, wenn man es vor Kamera nimmt, wäre es legal für euch es zu nehmen. Nee. Aber habt ihr keinen Bock? Nee. Auf irgendeine andere Droge? Ich habe alles dabei. Nee. Aber auf Alkohol? Was ist eure Lieblingsdroge? Alkohol ist eure Lieblingsdroge? Gar keine. Gar keine. Hallo Mama, Papa. Servus, habt ihr Interesse an Koks? Nee. Nimmt keine Drogen! Oder ich hätte hier auch Ecstasy ein bisschen am Start. Wollt ihr das haben? Nee, danke. Nein. Könnt ihr mitgeben, dass ihr nachher wieder fresh wird? Wir sagen Nein zu Drogen. Nein, harte Drogen. Harte Drogen. Was ist eure Lieblingsdroge? Wir nehmen keine Drogen. Gras. Aber ihr seht, Gras? Gras. Und besser als Alkohol? Ja. Habt ihr Bock auf Teile? Eigentlich? Um ein bisschen fitter zu werden. Nein. Wir nehmen keine Drogen. Das heißt aber ihr schaut aber relativ nicht so aus, weil ihr das seid ja... Bier auf Wein, lass das sein. Aber ihr seid ja, ihr habt ja heute die Droge Alkohol genommen. Naja, wir sind seit 8 Uhr auf. Okay, also ist Alkohol eure Lieblingsdroge? Na. Wir nehmen ja keine Drogen. Okay. Koffein ist unsere beste Droge. Hättet ihr Bock auf Teile? Auf Teile? Ja. Wie meinst du Teile? MDMA so. Jetzt? Ja. Jetzt nicht. Hier, ich habe was am Start. Jetzt nicht, aber an anderen Tagen schon? An anderen Tagen kommt auf die, weiß nicht, kommt drauf an. Ist genauso wie Zucker und Schokolade und Rauchen. Wenn man es nutzen will, dann soll man es nutzen. Und wenn man es nicht so toll findet, dann soll man es lassen. Aber jedem das seine. Ja. Hättest du Bock auf etwas Koks? Du siehst so aus, als könntest du eine kleine... hättet ihr Interesse, das Ganze mit etwas Ecstasy zu steigern, diese Partyinteresse? Wir haben... Er vielleicht. Er vielleicht? Ja. Mir wurden gesagt, dass du etwas Bock auf Ecstasy hast. Auf Ecstasy? Nein, vielen Dank. Nein, nichts. Ich hatte hier was am Start. Danke, nice. Mir wurde gesagt, dass du richtig Bock auf Ecstasy hast. Von den Leuten da drüben. Ja, aber auch auf keinen Koks, auch nicht, so ein bisschen wieder fit zu werden und mehr saufen zu können. Nee, danke. Okay, nicht. Sind von DTV. DTV? Drogen-TV. Drogen-TV? Ja, nee, also es ist ein eigener Sender. Ein eigener Sender? Ja. Ach, DTV. Frequenz 420, auf der Frequenz 420 findet ihr das? Drogenfrequenz 420. Okay. Drogen, merkst du, Drogenfrequenz 420. Hättest du Lust, deine Stimmung ein bisschen aufzuheitern mit etwas Ecstasy? Ich habe hier was am Starten, weil es eben was Journalistisches wäre. Könnte man das jetzt legal nehmen? Nein. Interesse an irgendwelchen anderen Drogen? Ich habe alles am Start. Nein, auch danke. Kein 2CB? Mir reicht Alkohol. Ey, reicht Alkohol? Ist das Alkohol deine Lieblingsdroge? Ja. Warum? Weißt du, eine gute Stimmung? Du siehst aus, hättest du ein bisschen Bock auf Koks, um wieder fit zu werden. Na. Nicht? Das könntest du auch legal nehmen, weil es eine journalistische... Das ist kein Ecstasy, das sehe ich, gell? Scheiße. Du kennst dich aus. Ah, scheiße. Hättet ihr Lust auf Ecstasy, um eure Stimmung ein bisschen aufzuheitern? Ich habe hier was am Start. Das was zur Hölle? Hier, willst du haben? Das ist doch kein Ecstasy. Okay, scheiße, warum weißt du denn das? Weil weißt du, wir
ist Weinbildung. Ja, aber was würdest du sagen, ist deine Lieblingsdroge? Bier. Bier? Bier, ja. Warum? Was ist daran so helles? Magst du die Wirkung oder die Nebenwirkung die eher? Die Wirkung, ja, die Wirkung auf jeden Fall. Geil, das wird ein geiles Video. Ja, du siehst so aus wie jemand, der Bock auf etwas Ecstasy hätte, um die Stimmung wieder ein bisschen in Gang zu bringen, ein bisschen fit zu werden. Hast du Bock? Immer. Hä? Immer? Immer? Hier? Willst du? Echt jetzt? Gönn dir. Ja, gönn dir. Hier. Schönen Abend damit. Kurzer Hinweis, falls ihr Personen seid, die demnächst Bock auf Teile haben. Seit dieser Woche ist mein Nahrungsergänzungsmittel-Stack After Rave im Pre-Sale. Ein sehr geiles Mittel, um dem Rave-Kater entgegenzuwirken. Wenn ihr es im Pre-Sale erwerbt, bekommt ihr es etwas günstiger. Checkt die Links unten ab. Hättet ihr Interesse an etwas Ecstasy, um eure Stimmung ein bisschen aufzuheitern? Wir brauchen keine Ecstasy, alles gut. Irgendeine andere Droge, die ich euch anbieten kann? Nee, alles gut. Was ist eure Lieblingsdroge? Also, wir sind eigentlich ziemlich nüchtern die ganze Zeit. Wir trinken nicht mal Alkohol. Ihr trinkt nicht mal Alkohol, nee. Aber dein Kopf schaut dafür schon so ein bisschen rot aus, würde ich sagen. Oder ist das, oder? Du machst mich ganz nervös, weißt du? Ja, ganz nervös, okay. Trink nicht mal Alkohol, aber was macht ihr dann hier so den ganzen Tag? Einfach hier sah ein paar Bitches klären, oder? Ja, die ganzen betrunkenen Bitches abklären. Komm, Marie, sei ehrlich. Frequenz 420 beim Fernsehsender. Einen eigenen Kanal für Drogen? Ja, genau, das ist Frequenz 420, da findet ihr es. Do you want some ecstasy to get in a better mood? I have some here and it would be legal because it's a journalistic experience. No, I'm alright. No, I'm good. Alright, what is your favorite drug? Favorite drug? Well, my favorite type of weed was cocaine. Okay. Cocaine, nice. Oh, I also got some cocaine. You want some cocaine? No, all bad. Wir feiern heute Jubiläum von unserem Sender DMTV. Und zur Feier des Tages hätte ich hier ein bisschen, das da hier ist Koks in der Kapsel, MDMA, 2CB und das ist was ganz was Besonderes. Ihr habt sogar Mescalin dabei. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch was nehmen. Das ist journalistisch, das passt, das ist legal. Müsst ihr euch gar nicht sicken, solltet ihr keine Angst haben. Ist auch alles getestet und so. Von der Menge her dürfte es passen bei euren Größen und sowas. Also ihr könnt euch gerne was aussuchen, ja? Habt ihr Bock? Ich schlug gerne Tabletten. Ja, genau. Aha, er nimmt das. Ich würde sogar noch eine für mich nehmen. Er nimmt das MDMA. Was willst du? Wir haben jetzt noch Koks, 2CB oder Mescalin. Er kann doppelte Dosis vertragen. Doppelte Dosis. Ja gut, aber das ist jetzt eine wilde Mischung, aber könnte ganz gut funktionieren. MDMA und 2CB. Hast du schlucken, oder? Hast du schon mal zusammen genommen? Nö. Okay. Hast du schon mal Drogen genommen? Nö, ich nehme mehr Fitness-Tabletten, aber passt so. Mhm. Und Alkohol auch nicht? Nicht wirklich, ne. Okay, also die Wirkung hier von dem 2CB ist eher psychoaktiv, ja. Das heißt, du wirst so, deine Wahrnehmung wird sich verändern, du wirst Sachen sehen, Muster, es wird anders ausschauen, als es jetzt ausschaut. Und auch vom Körpergefühl, du wirst Euphorie spüren, manche werden da auch ein bisschen... Ja, aber richtig gut. Wenn ihr alle drei wollt, kriegt ihr auch alle drei, aber dann will ich von euch wissen, was eure Lieblingsdroge ist. Yarak. Yarak? Ja. Was macht es? Das macht sehr enthusiastisch, da fühlt man sich wie, als wäre man Gott und man springt rum und fühlt sich einfach gut. So ein bisschen vergleichbar wie mit Koks, oder? Ja, wie Koks, aber ist nochmal besser. Ist wie Koks, einfach so Level 2 Koks. Wie lange hält es? Es hält, bis du es nicht mehr willst. Na wohl, nee, es hält viel zu lange. Ich war am nächsten Morgen in der Schule, war ich immer noch mies auf Yarak und ich dachte, es, keine Ahnung, die Lehrer haben schon gedacht, ich hätte ADHS oder so, aber ja, das war einfach, der Yarak hat einfach mies reingekickt und so, weißt du, und es war einfach krass. Die das anschaut, Alkohol ist eigentlich richtig gefährlich und es zerstört eigentlich deinen Körper. Aber Yarak ist noch schlimmer. Ja. Cool. Welche Droge nimmst du denn? Meine Lieblingsdroge, würde ich sagen, ist Pilze und 2CB. Das ist Open Mind. Das ist Open Mind. Nein, das ist fucking Open Mind. Nein, was? Wir machen heute
bisschen eine Challenge, wer mehr Leuten Drogen andrehen kann, ist die Challenge von heute. Also wir haben beide so ein paar Pillen dabei, wo halt Mehl drin ist und wir versuchen zu schauen, wer hier die Drogen annimmt. Ich für dich, könnten wir vielleicht ein Selfie machen. Na klar, mach das. Schau mal, dein Channel ist gut, weil du sagst die ganze Zeit so, alle Drogen sind schlecht, sondern du sagst den Leuten, das ist schlecht, das ist gut. Ja. Ihr sollt es jetzt vielleicht nicht machen, aber wenn ihr es machen wollt, dann passt auf. Ja, das ist ja so geil. Einmal Kokain, MDMA und 2CB. Habt ihr Interesse? Das ist legal, das ist voll in Ordnung, das ist alles auf Kamera. Wir haben da so ein ärztliches Attest, dass wir das an Leute weitergeben können. Habt ihr Interesse daran? Danke. Nee, was ist eure Lieblingsdroge? Alkohol. Bier. Alkohol, Bier. Ja. Habt ihr schon mal was anderes ausprobiert? Gras, aber mehr nicht. Und Gras, wie findet ihr das? Kann man mal machen. Ihr könnt es ja mal mitnehmen und dann euch daheim noch überlegen. Und du hast jetzt die einmalige Chance, den Lucky Pick zu machen. Nimm das, was du willst. Okay, oder willst du auch runterschlucken dann? Du musst auch runterschlucken, ja? Okay, nehme ich mal Gold. Ja, sehr gute Wahl. Okay, rein damit. Hast du was zum Trinken dabei? Nee. Verdammt! Oh, Simon! Möchtest du gerne wissen, was es ist? Nein, doch. Ja, richtig! Cool. Was ist deine Lieblingsdroge? Cannabis? Ja. Nimm! Er will nicht. DMTV. DM, Drogeriemarkt. Ja. Nee, DMTV. DMTV. Wofür steht das? Kennst du DMT? Ist euch DMT ein Begriff? Schon mal ausprobiert? Ich habe zur Feier des Tages auf jeden Fall was für euch dabei. Wir haben hier einmal zur Auswahl Kokain, einmal MDMA und einmal 2CB. Falls ihr Interesse habt. Nee. Was ist eure Lieblingsdroge? Bier. Auf Bier. This is Cocaine, this is MDMA and this is 2CB. If you're interested, it's absolutely fine. We're journalists, it's okay to do it in front of the camera. We have like a patent thing from the doctor, it's fine. No, okay. I don't trust it, to be honest. Okay. But ihr habt jetzt echt Glück, weil ich habe gerade nochmal eine neue Ladung gekriegt. Yeah. Wir haben hier einmal Kokain, MDMA, 2CB, Mescalin, ganz besonders. Crystal mache ich. Crystal Meth, wie zum Beispiel der Ministerpräsident hier auch sagt. Ja, wenn Cannabis reicht ja nicht. Sondern da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth. Ich nehme keinen Drogen. Alkohol? Ja, Alkohol, okay. Okay, aber das magst du, oder? Ja, aber sonst halt sowas nicht, sagt er. Und du? Ja, also ich nehme gar keine Drogen, also auch keinen Alkohol. Dementsprechend bin ich halt bei Drogen komplett raus. Er hat gerade gelogen, was Alkohol angeht. Jeder darf eine ziehen. Das ist die rote. Nein, die rote. Rote? Okay, habt ihr was zum Trinken dabei? Ja. Rein damit! Es gibt gute Nachrichten. Ich habe noch ein zweites Oktoberfest-Video gefilmt, wo wir und ich die Leute fragen auf dem Oktoberfest, was sie vom 2CB-Hype halten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal, checkt After Rave. Bis dann. Peace.